schaltet zu unserem weiteren Quatsch-Häkel-Adventstreffen, wie auch immer. Vorab schon mal entschuldigt das orangene Licht, aber ganz ohne Licht kann ich euch gleich schlecht meine Lieblingsweihnachtsgeschichte erzählen. Und entschuldigt auch mein Outfit, wie gesagt, es ist Sonntag und ich hatte absolut keine Lust, mich groß zu schminken, mich fertig zu machen. Aber ich denke, es geht ja auch weniger um das Aussehen. Ja, wie ihr seht, habe ich heute den Tannenbaum auch wieder im Hintergrund. Der hat eigentlich auch die Lichter an, aber das sieht man jetzt nicht, weil es ist zum einen einfach noch nicht dunkel genug und zum anderen habe ich eben hier meine kleine Handarbeitslampe an. Ich weiß gar nicht. Doch, wenn ich sie ausmache, dann sieht man das. Na, ich hatte das eigentlich extra für euch angemacht, aber es ist ziemlich dunkel und ich glaube, es ist ein bisschen blöd, wenn ich auch so dunkel bin. Deswegen machen wir die mal wieder an. Ich merke auch, diese Lampe ist nicht unbedingt vorteilhaft für mich. Aber gut. Ja, ich habe euch ja versprochen, euch meine Weihnachtsgeschichte mitzubringen. Ich habe eigentlich ziemlich viele Lieblingsweihnachtsgeschichten. Ich mag nämlich eigentlich jegliche aus diesem Buch. Das ist unser ganz, ganz altes Weihnachtsbuch. Das haben wir schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Irgendwann wurde es dann von mir mal zum Blockflötenbuch. Mal gucken, ob da ein Jahr drin steht. Von 1996. Ja, ich bin 93 geboren, ne? Und das Schöne bei diesem Buch ist halt, also ich will jetzt keine Werbung für dieses Buch mehr machen, aber ich wollte euch das einfach mal erzählen. Also das ist halt immer nach den Adventstagen gerichtet. Moment. Da verliere ich meine Noten. Also hier dann zum Beispiel die erste Adventswoche und dann ist das eben aufgeteilt. Da gibt es dann eben die ersten Lieder, lasst uns froh und munter sein. Und quasi in, ja, das sieht man jetzt leider nicht, also unter jedem Notendings stehen halt auch die Blockflötennoten, weil meine Mama und ich früher mal Blockflöte gespielt haben. Und jetzt vorletztes Jahr kamen dann auch die Gitarrenriffs dazu. Also ich nutze dieses Buch auch weiter und ich glaube, wenn ich dann mal Kinder haben werde, dann wird dieses Buch auch weiter benutzt. Da sind dann zum Beispiel auch so Bastelanleitungen und sowas drin. Ja, und eigentlich mag ich, wie gesagt, quasi jede Geschichte aus diesem Buch. Deswegen habe ich auch echt Schwierigkeiten, mir da jetzt was zu überlegen. Welche ich euch davon dann jetzt mal so erzähle, vorlese, während wir nebenbei das Medley weiterhäkeln, beziehungsweise ich werde dann jetzt nicht das Medley weiterhäkeln, weil das überfordert mich dann wirklich. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Ich hätte mir vielleicht vorher Gedanken darüber machen sollen, welche Geschichte es wird. Die ist auch sehr schön. Vielleicht erzähle ich euch. Genau, ich werde euch diese Weihnachtsgeschichte erzählen. Das ist so mit die schönste eigentlich. Die Geschichten sind übrigens auch alle mal sehr schön illustriert. Also, ne? Ich will auch nicht wissen, was dieses Buch mal meine Eltern gekostet hat damals. Okay, ich erzähle euch mal jetzt die Geschichte und ja, vielleicht habt ihr einfach Lust, ein bisschen zu lauschen und nebenbei das Medley zu häkeln oder irgendwas anderes. Ihr seid ja nicht auf das Medley jetzt fixiert. Deswegen, ihr braucht dann jetzt auch nicht weiter hingucken, zumal besonders schön der Hintergrund und ich jetzt ja auch nicht bin. Okay, legen wir los. Das unerwartete Geschenk. In der Küche steht Frau Schuster und rührt nachdenklich in der Suppe. Frau Schuster ist die Mutter von Monika und Sabine und während sie das Mittagessen vorbereitet, denkt sie an ihre Mutter, die Oma der Mädchen. Dieses Jahr feiern wir zum ersten Mal Weihnachten nicht bei Oma, denkt sie. Monika und Sabine haben schon die Plätzchen vermisst, die sie sonst immer gebacken hatte. Aber die Oma war dieses Jahr ins Altersheim gezogen. Die Wohnung, in der Monika, Sabine und ihre Eltern wohnen, ist einfach zu klein, um die Oma aufzunehmen. Also hatte die Oma beschlossen, ins Altersheim zu ziehen. »Das ist doch gar kein Problem«, hatte Oma gesagt. »Mach dir keine Sorgen um mich.« Frau Schuster machte sich Sorgen.
weil sie auch den ganzen Tag arbeiten muss, war wenig Zeit, die Oma zu besuchen. Herr Schuster, der Papa von Monika und Sabine, hatte sie getröstet, dass es doch für alle besser sei. Aber Frau Schuster hatte doch ein schlechtes Gewissen. Und jetzt ist Weihnachten, das Fest der Familie. Die Mutter hat der Oma den Besuch der ganzen Familie für den ersten Weihnachtstag angekündigt. Aber den Heiligabend wollten sie mit den Kindern zu Hause feiern. Damit die Oma aber nicht ganz ohne Gruß von ihnen wäre, haben sie alle zusammen Plätzchen gebacken. Jetzt, am Nachmittag des Heiligen Abends, sollen Monika und Sabine die Plätzchen der Oma ins Altersheim bringen. Die Mutter machte gerade die Päckchen mit den Plätzchen fertig und bindet noch eine extra schöne Schleife drumherum. Monika und Sabine sind gar nicht begeistert. Sie trödeln herum, finden nicht den rechten Schuh zum linken und ziehen lange Gesichter. »Na, ihr habt wohl nicht viel Lust, zur Oma zu gehen?«, fragt die Mutter. »Ach Mama, muss das denn jetzt sein? Wir sehen sie doch sowieso morgen noch«, meint Monika. Ihre kleine Schwester Sabine fügt hinzu. »Jetzt, so kurz bevor das Christkind kommt, sollen wir noch mal weggehen? Vielleicht verpassen wir es dann ja.« Da musste die Mutter lachen. »Das Christkind wartet bestimmt auf euch. Ich sag ihm, dass ihr gleich wieder da seid, wenn es kommt. Einverstanden?« Zweifelnd guckt Sabine ihre Mutter an, aber die lässt nicht locker. »Jetzt zieht doch bitte noch eure Wintermäntel an und dann geht ihr los.« Schließlich machen sich die beiden auf den Weg zum Altersheim. Es liegt nicht weit von der Wohnung der Eltern entfernt und sie können zu Fuß hingehen. Als sie so den Weg zum Altersheim entlang schlendern, unterhalten sie sich. »Ich bin ja gespannt, was ich bekomme«, sagt Monika. »Auf meinem Wunschzettel habe ich ja alles genau aufgeschrieben. Aber ob das Christkind das auch alles gelesen hat?« »Da bin ich auch neugierig«, sagt Sabine. »Hoffentlich bekommen wir nicht wieder das Gleiche.« Damit es keinen Streit zwischen ihnen beiden gibt, hatten sie letztes Jahr das Gleiche bekommen. Aber dieses Jahr sind sie alt genug, um zu sehen, dass wenn sie alles teilen, sie doppelt so viel haben. »Hoffentlich gibt es bald genug Schnee, dass wir mit dem Papa zum Rodeln gehen können«, meint Monika noch, und Sabine nickt. Dann sind sie auch schon am Altersheim angekommen. Während sie den langen Gang entlang wandern, gucken sie auf die großen Zahlen, die an den Türen befestigt sind. Das sind die Zimmernummern. »Oma wohnt in Nummer 286«, hat Mama gesagt, erinnert sich Monika. Gemeinsam suchen sie nach der richtigen Tür. »Da, Nummer 286«, liest Sabine. »Hier müsste es sein.« Unschlüssig stehen sie vor der Tür und gerade, als sie anklopfen wollten, hörten sie seltsame Geräusche von drin. Sabine guckt Monika an, Monika guckt Sabine an. Beide machen ein verwirrtes Gesicht, denn was sie hören, ist lautes Lachen und Gespräche. Zaghaft öffnen sie die Tür. Ob das auch das richtige Zimmer ist? Drinnen sehen sie die Oma mitten unter anderen alten Leuten. Sie unterhalten sich lebhaft und lachen miteinander. »Kommt nur rein«, sagt die Oma und stellt den anderen stolz ihre Enkelkinder vor. »Das sind meine Enkeltöchter Monika und Sabine«, sagt sie. »Und das ist der Herr Reinhold«, stellt sie weiter vor. »Und das ist die Frau Anneliese.« Monika und Sabine geben den beiden die Hand und bleiben etwas schüchtern stehen. Damit hatten sie nicht gerechnet, dass die Oma Besuch hat. Aber schon haben sie die beiden auf das Sofa gezogen, während die Oma Kakao kocht. Auf dem Tisch sind lauter Fotoalben ausgebreitet, in denen viele alte Fotos zu sehen sind. Da kommt die Oma mit dem Kakao. Als Monika und Sabine ihre Tassen nehmen und vom Kakao trinken, stellen sie fest: »Der schmeckt aber komisch.« Die Oma lächelt geheimnisvoll und sagt: »Das ist ein Weihnachtsspezialrezept. Ich habe Zimt hineingetan.« Sabine trinkt noch einmal und sagt: Der schmeckt aber gut. Das sollte Mama auch mal machen.« Frau Anneliese guckt neugierig. »Kakao mit Zimt? Wie kommen Sie denn darauf?« Da beginnt die Oma zu erzählen. »Als ich noch ein junges Mädchen war, lebte ich mit meinen Eltern in einem fernen Land. Dort kochte man alles mit fremden Gewürzen und manchmal schmeckte das Essen wirklich seltsam. Damals hatten wir auch eine Köchin. Die hatte Mitleid mit mir, weil ich vieles nicht mochte, was es zu essen gab. Und wenn ich mal wieder nicht aufgegessen hatte, weil es gar zu schlimm war, machte sie mir in der Küche einen Kakao und tat etwas Zimt hinein. Das schmeckte mir immer.« Dann zeigte sie Monika und Sabine die Bilder von damals. Staunend betrachten die beiden die Fotos,
auf der sie die Oma als junges Mädchen in einem großen Haus sehen. Das wussten wir ja gar nicht, meint Monika und nimmt sich eins von ihren Lieblingsplätzchen vom Teller. Sabine meint, das ist aber spannend. Kannst du uns noch mehr erzählen? Sicher, Kinder. Aber jetzt sollten wir erst einmal die Kerzen anzünden. Schließlich wollen wir doch ein wenig Weihnachten feiern. Ach ja, die Kerzen, sagt der Herr alte Reinhold und zeigt auf ein altes Foto in einem anderen Album, das er mitgebracht hat. Neugierig gucken Monika und Sabine hinein. Damals haben wir Weihnachten noch in Brasilien gefeiert, erzählt der Herr Reinhold. Und in Brasilien fällt das Weihnachtsfest mitten in den Sommer. Wenn wir nachmittags die Kerzen aufgesteckt hatten, dann waren so manche von ihnen schon von der Hitze ganz weich, so dass sie verbogen in ihren Haltern standen. Dann konnten wir sie gar nicht mehr anzünden. Herr Reinhold war nämlich in einer deutschen Kolonie in Brasilien geboren und hatte seine Jugend dort verbracht, bevor er hierher kam. Sabine lachte. Dann hättet ihr ja eine Palme nehmen können statt einer Tanne. Ja, lacht Herr Reinhold. Das haben wir Kinder damals auch vorgeschlagen. Monika kann sich gar nicht vorstellen, mitten im Sommer Weihnachten zu feiern. Weihnachten ist doch erst richtiges Weihnachten, wenn ganz viel Schnee liegt, sagt sie. Da fällt auch der Frau Anneliese mit dem schönen Kleid noch eine Geschichte ein. Wisst ihr, sagt sie, als ich noch jung war, da gab es mal ein Weihnachten mit ganz viel Schnee. Er lag so hoch, dass wir kaum hindurchkamen. Damals trugen wir ja noch lange Röcke und die mussten wir immer hochheben, damit sie nicht nass wurden. Ach ja, die langen Röcke, erinnert sich die Oma und lacht. Dann waren sie also nicht wie Oma und Herr Reinhold an Weihnachten in einem anderen Land? Fragte Sabine neugierig. Nein, nein, schüttelt Frau Anneliese den Kopf. Ich war immer hier. Damals war ich Näherin. Ich hatte eine Nähmaschine von meiner Mutter bekommen und damit zog ich von Haus zu Haus. Wenn ich zu einem Hof kam, an dem es etwas zu nähen gab, dann blieb ich dort eine Zeit lang und machte alle Näharbeiten. Was haben Sie denn da genäht? Fragte Frau Monika. Ach, wisst ihr, damals konnte man die Kleider noch nicht so kaufen wie heute. Da hatte man vieles selbst genäht, so wie dieses Kleid hier, das ich anhabe. Und wenn die Kinder aus ihren Sachen rausgewachsen waren, dann haben wir sie eben geändert. Nach einiger Zeit, wenn alles fertig war, zog ich weiter zum nächsten Hof. Das ist praktisch, sagt Monika. Da haben sie ja gar kein Zimmer gebraucht. Nein, lacht Frau Anneliese, ich war überall zu Hause. Auf einmal klingelt das Telefon. Es ist die Mutter, die besorgt nach Monika und Sabine fragt. Inzwischen ist es schon Abend geworden und Sabine und Monika haben gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Dann beeilt euch jetzt mal, damit ihr das Christkind noch seht, sagt die Oma. Dürfen wir denn jetzt öfter kommen? Fragt Monika. Ich möchte noch mehr Geschichten hören, fügt Sabine hinzu. Natürlich, sagt die Oma und auch Herr Reinhold und Frau Anneliese nickten zum Abschied. Ja, das war so eine der kleineren Geschichten. Also besonders lang sind die halt eben alle nicht. Aber ich denke, das reicht ja auch erstmal. Wie gesagt, das ist halt eigentlich ein Kinderbuch und die Zeitspanne von Kindern beträgt maximal 8 Minuten ungefähr bei einem Buch. Zumindest bei jüngeren Kindern. Ja. Ich weiß nicht, die Geschichte so, wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, richte ja so zum, also wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, richte sie zum Nachdenken an. Na gut, aber wir wollen ja jetzt hier keine Debatten oder sowas starten. Ja, okay, ihr Lieben, ich denke, ich werde euch dann auch mit dieser Geschichte einfach entlassen für heute. Ich werde sicherlich die nächsten Tage nochmal irgendwie eine Geschichte hochladen und dann ist hier auch schon bald Heiligabend. Auf jeden Fall möchte ich euch schon mal vorab sagen, ich werde am Mittwoch ein Video hochladen, da werde ich die christliche Weihnachtsgeschichte erzählen, vorlesen, wie auch immer. Also in der etwas vereinfachten Version, jetzt nicht aus der Bibel heraus. Aber das liegt mir auf jeden Fall am Herzen und für diejenigen, die das eben nicht möchten, aus welchen Gründen auch immer, vollkommen in Ordnung. Aber es gehört für mich zu Weihnachten dazu. Und dann könnt ihr am Mittwoch das Video einfach überspringen, auslassen, wie auch immer.
Und ich werde am Donnerstag dann nochmal ein Video hochladen. Am Freitag wird das Video ausfallen. Und an Heiligabend gibt es dann eben mein Weihnachtsgeschenk für euch. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem, was ihr noch tut. Ganz viel Spaß mit dem Medley. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann. Tschüss.